Hey, Boys und Girls, es geht wieder los. Und zwar der Waggon. Wir sind noch lange nicht fertig. Habt ihr das schon mal gehört? Wir haben noch keine Zeit. Wir müssen weiterbauen. Und das machen wir natürlich hier in dem Waggon. So, und ich habe das Schlafzimmer gebaut und ich sage ja, ich bin damit noch nicht so wirklich zufrieden. Da müssen wir mal schauen. So. Und letzten Endes, ne, hätte ich ja auch in den Räumen das Farbthema nochmal wechseln können. Das wollte ich aber gar nicht. Ne, hier wiederholt sich das Farbthema, außer im Bad natürlich, weil da müssen wir schon ein paar Fliesen bauen und so. Feuchtraum. Ne, klar, sind hier auch Feuchtraumpanelen, logisch. Hier schimmelt nix. Okay. Dann lass uns mal das hier noch. Oh, Farbe alle. Shit. Na egal, dann machen wir erstmal noch das Blau hier schnell. Sollen wir nochmal einen kleinen Pott kaufen. Ne? Machen wir das fertig? Ja. Nein, da hinten. Cool. So, und hier brauchen wir ja die Decken, die Paneelen haben wir ja da. Und das waren, glaube ich, die hier, ne? Ja. So. Wir könnten jetzt rein theoretisch das hier auch wieder zumauern, wenn wir keinen Bock da drauf haben, ne? Da weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Was meint ihr? Mauern war das wieder zu? Von außen ist die Tür ja dann noch da. Ah, da soll ja keiner rein und raus, ne? Hm. Ich glaube, deswegen setze ich hier wirklich wieder eine Mauer hin. Genau. So. Schaut's mal. Ne, von außen sehen wir das hier. So, können wir eigentlich wieder grün machen, denn ich glaube, der Farbpot steht noch auf der anderen Seite. Kann es sein, ja. Latschen wir mal schnell hin. So, nehmen wir mit. Nee, nicht verkaufen. Machen wir mal die Tür hier auf. Ich hoffe, uns kommen nicht nochmal 10.000 Dalmatinas entgegen. So, zu. Aber da hinten, das sieht man noch. Und das, da sieht man auch noch. Genau. Upsi. Nee, wir müssen hier hoch. Ja, nice. Genau. Okay. Gut, jetzt brauchen wir auf jeden Fall nochmal so ein Gelb. Wände. Da, Farbe. Scheiße, welches Geld hatten wir? Gelb, war das gelbe Narzisse? Hummel? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach du Kack. Steht hier auch nicht mehr dran, ne? Steht nur noch entfernen. Ja, müssen wir dann mal herausfinden, würde ich sagen. Bist du das richtige Gelb? Nee. Ah, das sieht auch gut aus. Aber das war. Hummel war nicht richtig. Gelbe Narzisse? Ja. Die gelbe Narzisse war's. Ui. Okay, passt. Obwohl ich so das Gefühl habe, dass dieses Gelb
dadurch, dass es hier drinnen glaube ich, ein bisschen dunkler ist, so einen leichten grünen Touch mit hat irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? So Lemon-technisch so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob wir die Farben hier eigentlich nochmal brauchen. Ist mir jetzt egal. Müssen wir sie nachkaufen. Erstmal weg damit. So. Gut, dann machen wir hier mal ein Türchen zu. Ach so, schaut mal. Wir brauchen auch noch Laminat hier unten. Oh Gott, welches Laminat hatte ich denn hier? Irgendein Weiß. Was ist das? Könnte es sein, ne? Ja, das ist es. Okay, cool. Nice. Mhm. Ich überlege gerade, hier haben wir auch eine schöne Ecke, ne? Aber ich kann Türen halt nicht versetzen. Hier hätte man so eine schöne Küchenzeile setzen können, aber die würde halt jetzt hier die Tür blockieren. Naja, es wird halt schwierig jetzt. Ich gehe mal bei den Küchen rein als erstes. Ob wir da jetzt selber bauen müssen oder ob wir da eventuell schon irgendwas Vorgefertigtes nehmen können. Küchen. Das hier ist aber alles ein bisschen zu groß, ne? Nicht hier. Oder? Okay, es täuscht auch manchmal. Wenn hier reinkommt. Die nehmen die jetzt nicht, ne? Wir wollen nur mal gucken, wie es ausschaut. Geht eigentlich, ne? Das geht. Und wir sollten jeden Platz nutzen, finde ich. Könnte hier vielleicht ein bisschen schieben, da noch Mülleimer hinstellen. Ja, das geht. Und wir hätten halt, wir könnten sogar das uns Abzugshaube da stellen. Aha. Ist gar nicht mal so übel hier, die Küche. Aber die Farbe nicht. Die möchte ich nicht. Nee, die möchte ich tatsächlich auch nicht. Vielleicht kann man hier wirklich mal was Dunkleres reinsetzen. Mhm. Vielleicht doch ein bisschen zu doll gemustert. Nee, die Arbeitsplatte gefällt mir da dann nicht. Da eine dunkle draufsetzen? Zu dunkel, oder? Eine weiße? Nee, das geht gar nicht. Nee. Cremefarben? Nee. Jetzt geht das wieder los. Oh oh. Hm. Grauer Marmor. Vorher hatte ich ja den, ne? Den braunen Marmor. Der braune ist mir zu braun. Also, weil wir haben ja die Küche schon so dunkel. Wir können, aber der graue, der gefällt mir eigentlich ganz gut. Aber durch diesen Geschnörksel bin ich mir da ehrlich gesagt noch nicht so sicher. Wenn wir die doch ein bisschen heller machen? Nee. Jeder ist mir schon wieder zu holzig. Will ich tatsächlich diesmal eigentlich gar nicht haben. Oh, eine graue Küche? Ich weiß nicht. Ich will da nochmal woanders gucken, ne? Was haben wir denn noch Schönes? Das ist ja einer der neueren Küchen. Nee, ich glaube nicht. Ist mir halt zu viel Schnörkelschnacksel. Schnörkelschnacksel. Scroll mal runter. Gibt doch noch mehr Küchenzeilen. Das sind doch nicht die einzigen. So, dann haben wir hier noch, wenn ich die Snowman, ne? Ja. Die hat halt interessante Farben. Können wir aber nicht auch schon wieder ein Gelb nehmen. Das geht halt nicht. Die Farben irritieren mich. Ich meine, das kann ich im Villa Kunterbunt machen. Mal Villa Kunterbunt-Waggon vielleicht noch bauen. Wenn es denn so dunklere Farben noch gewesen wären, ne? So ein schönes dunkles Lila oder sowas, ja? Das hätte ich mir, könnte ich mir auch noch gut vorstellen, aber haben wir ja nicht. Das ist halt wirklich, sind so unwahrscheinlich krasse Farben.
wenn man jetzt hier so guckt, ne? Stellt euch das hier so ein oder so ein dunkles Weinrot oder sowas. Ich glaube, das hat was. Müsste halt doch die Wandfarbe ändern, aber. Nö, hier ist echt nichts anderes, ne? Hier haben wir halt die Cyber-Küchen noch drin. Passt jetzt halt gar nicht hier rein. Echt? Das war's? Nein! Ich will mehr. Die sind nicht so verschnörkselt hier. Und ist eh nicht, seht ihr? So. Oh, hier natürlich schon eine andere Farbe. Auch wieder keine kräftigen Farben. Da wäre halt schon wieder nur weiß. Aber ich wollte keine weiße Küche. Und dann ist sie halt glänzend weiß. Aber glänzend weiß finde ich schon wieder geil. Mann. Ich komme irgendwie immer wieder auf das Gleiche hinaus. Aber das hat... Ach, dunkel. Ach, schaut mal. Hier haben wir ein dunkles Farbthema. Sharp. Oh, kriege ich auch einen Krebs. Ich habe zwar gesagt, hier eine andere Farbe, aber nicht wirklich die Farbe, die wir sehen. Violett. Steht Violett, ne? Aber wenn ihr euch den Punkt anguckt, ist der Punkt dunkler als wie die Küche nachher. Schwarz? Wollen wir schwarz machen? Schwarze Küche? Ich glaube, ich probiere es mal. So. Wir hätten vielleicht noch die... Ich nehme die gleiche Küche mal nochmal, ne? Wir gucken jetzt nochmal wie eine Arbeitsplatte. Ja. Dann halt cool, wenn man das auch hier in der Vorschau schon ein bisschen ran scrollen könnte. Ich weiß nicht. Also die Arbeitsplatte sollte schon ein bisschen heller sein, glaube ich. Kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, ich finde das ganz cool. Nimm die andere mal wieder weg. Na? Geht doch. Geht doch. Hier, können wir sogar auch machen. Meine Mama, ne? Also jetzt meine Real-Life-Mama. Obwohl, in dem Spiel haben wir ja keine Mama. Die hat sich einen neuen Ofen gekauft. Und zwar wollte sie unbedingt haben, neuen Ofen, neuen Herd. So ein Einbauherd, so ein Backwagen, kennt ihr das? Dann zieht ihr hier dran und dann fährt das ganze Ding hier raus. Und dann hat sie noch mit Induktion und ach, ein Schnickschnack. Ich ist voll happy mit dem Herrn, ne? So. Aber hat auch 1000 Euro gekostet. Eigentlich hätte der 1900, 1700 gekostet. Und der war im Angebot und da mussten wir zuschlagen. Ich suche ja dann immer für sie, ne? Ach, cool. Ja, ich würde jetzt hier tatsächlich, wir können mal nochmal nach Abzugshauben gucken, ne? Sind die hier mit drin? Ich glaube, die ist ein bisschen groß, die Marv hier, oder? Mal noch andere? Stahlrauch. Nee, die ist so groß. Die ist so groß. Was haben wir hier? Die passt, oder? Die ist niedlich. Kann man die einschalten? Nee, leider nicht. Ich finde die halt auch cool, die man einschalten kann. Ja, ne? Also Abzug, ganz wichtig. Stinkt halt nicht so doll. So, und jetzt gucken wir mal nochmal. Was haben wir hier eigentlich noch unter Sonstiges? Oh, natürlich auch noch einen Kühlschrank, ne? Klar. Er sollte auch dunkler sein eigentlich. Ist der dunkel? Schon, ja, ist schon dunkel.
Der schien mal die Küche doch noch ein Stück. Der hätte ja perfekt hier noch hingepasst, ne? Dann sieht uns Abzugshaube nicht mehr mittig. Ist das schlimm? Ich wollte ja eigentlich mittig haben, ne? Mal. Das ist nur ein Test gerade. Ich weiß auch nicht, ob ich den Kühlschrank hier wirklich behalte, weil... Ganz schwarz ist der mir nicht. So. So. Ja, die werden jetzt in Stücke versetzt. Aber man kann nicht alles haben, ne? So. Geht aber noch, finde ich. Geht noch. Also für die Leute, ne, die so einen kleinen Knall haben und alles muss genau in der Mitte setzen, die haben jetzt ein Problem. Tut mir leid. Geht nicht anders. Ach, ja. So. Cool. Wir hätten natürlich auch hier einen kleinen nehmen können, aber nö. Nö. Ja, so einer wäre auch gegangen, ne? Der ist halt richtig black. Das hätten wir aber auch machen können. Ein kleiner Kühlschrank. Oh, hier kein Riesending, ne? Egal, jetzt steht das Teil. Und ich finde auch ganz cool, dass man dir nicht gleich nach links gucken kann. Kommst halt hier rein und siehst du nicht gleich alles. Minimal. Cool. Nee. Schön. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Tisch. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wie wir das machen. Ich gehe mal kurz ins Esszimmer. Ich glaube, das, was ich möchte, gibt es hier nicht. Wir haben hier halt wirklich nur die großen Tische, ne? Kann das sein? Scroll. Ich muss mir immer alles erstmal einmal nochmal angucken. Mit Barhocker allen drum und dran. Dann entscheide ich immer. Der sieht klein aus hier, ne? Der weiße. Der sieht klein aus. Ist er auch klein? Der ist auch klein. Ist ein bisschen zu klein. So mehr Platz haben wir hier schon noch. Ich hätte halt hier gerne so einen runden Tisch, ehrlich gesagt. Ist das echt alles, was sie haben? Oh, ich weiß ja nicht. Hier, Waggontisch. Ah, genau. Danach habe ich gesucht. Hey, geil. Was für ein Zufall. Ich habe ihn gefunden. Ja, passt ja auch wunderbar eigentlich hier, ne? Wir können ruhig mal hier andere Farben wählen. Also das Schwarz passt halt gut zu der anderen Küche, ne? Deswegen würde, also zu der anderen, zu der Küche halt. Und das würde ich halt auch so lassen. Nur bei oben bei dem Tisch bin ich mir noch nicht ganz so sicher, bei der Platte. Ich könnte noch was Helles nehmen. War schon sehr rustikal. Tja, also ich würde halt tatsächlich eher hier so bei diesem hellen Holz bleiben. Oder tatsächlich vielleicht auch bei Weiß. Was meint ihr? Schwierig. Stell das erstmal hin. Den Tisch kann man ja schnell mal austauschen. So, geil. Ja. Und ich glaube, man kann da schon drei Leute ransetzen. Nee, das ist ja die Idee. Passt das? Passt. Schwarze Sitze. Mit Weiß. Perfekt. Ich glaube, genau so, wie die hier stehen. Oh my fucking God. Ja. What the hell? Das ist crazy. Das ist doch geil. Wer hat denn bitte schon so eine Küche? Wir hätten den ganzen Waggon halt wirklich Waggonlenk machen können, ne? Ich glaube, bei dem Waggon kann man so viele Themen nehmen. Ehrlich jetzt.
Das ist doch cool. Wir schnappen natürlich die Sitze wieder auf. Klar. Logisch. Oh, schade, dass man es nicht benutzen kann. Oh, das finde ich toll jetzt. Geil. Gefällt mir. Ja. Schön. Aber hier ist voll kahl, ne? Hier müssen wir uns was einfallen lassen mit der Wand. Und direkt natürlich hier auch am Fenster, ne? Damit es hier so natürlich auf den Tisch raufleuchtet und so. Perfekt. Brauchen natürlich auch noch Licht dann hier. Aber ich bin schon überlegen, ob ich hier vielleicht an der Wand so ein paar Wandlampen setze. Schauen wir mal. Cooler Scheiß. Finde ich gut. Ja, und wie gesagt, die Küche würde ich jetzt gar nicht so viel vergrößern wollen. Jetzt noch mal ganz kurz bei meinem Workshop Sachen, ne? Vielleicht fällt mir da noch irgendwas ein. Hier haben wir zum Beispiel Cutting, ne? Hier die Bretter könnte man hier noch schön mit hinstellen. So, mal ein paar Brettchen schon zu stehen. Oder hier. Das ist ein bisschen groß, wa? Groß. Finde ich geil, diese Dinger, ne? Also groß. Da hatten Mama, glaube ich, auch noch irgendwas mit Pepper oder so. Hier, Gewürzregal, so ein kleines. Geht natürlich auch hier, ne? Finde ich halt jetzt auch cool, wenn man das irgendwie noch ein bisschen höher stellen könnte. Nee, das lasse ich hier mal. Oder wir müssen halt da an der Wand irgendwas noch mit Regalen machen. Ich bin jetzt gerade noch nicht so sicher. Da müssen wir mal schauen. Hier. Kochbücher. Zu groß alles, ne? Jetzt. Too big. Bevor ich jetzt in der Küche weiter gucke, mache ich nochmal schnell was anderes. Scroll aber erst nach unten. Nee, es passt nicht. Ist auch so dunkel. Ich will nur mal kurz gucken, wie es ausschaut. So ein richtig großes Bild würde da tatsächlich hinpassen, ne? Muss man nur finden. Wo sind denn die Dinger hier? Ich hätte halt so ein Bild, was halt wirklich fast tatsächlich um die ganze Wand geht hier. Das geht nicht, passt nicht, weil wir da oben die Ecken haben. Aber gut, das Bild an sich passt da halt schon nicht rein. Ah ja. Das passt auch nicht. Hier gefällt mir der Rahmen halt nicht, ne? Ich hätte gern ein rahmenloses Bild da. Oh Mann, mein Kater sitzt gerade auf dem Balkon und macht Mau, lass mich rein. Mommy. Was meint ihr? Ja? Nein? Guck mal, die eine hat gesagt, nettes Bild. Ja. Aber so ein ganz großes. Ich glaube, das ist auch geil. Dash ist auch geil, aber wir haben hier halt nicht so viel Auswahl, ne? Ich will nur mal gucken, wie so XL aussieht. Na, es wäre schon wieder zu groß, ne? Schade. Oder dass mir jetzt das Bild an sich nicht wirklich gefällt. Oder hier so eine Tussi hinstellen. Das ist eher was für ein Typen, oder? Hier. Carwash. Nee. Nee. Das sieht schon wieder sehr abstrakt aus hier. Aber hat auch was. Nur es passt nicht zu der gelben Wand in dem Falle. Ist halt einfach so.
Elefanten? Was ist denn? Boah, das gibt's auch in ganz groß. Nein, das würde mir gefallen. Aber ich hätte das wirklich genau passend gerne. Wisst ihr? Aber es geht, passt halt nicht. Schade. Schaut euch das mal an, so XXL und dann so Elefanten und man isst sie schön. Und oh, das wäre so geil. Ich fände es so cool, wenn man das zuschneiden könnte. So richtig mit den runden Ecken, seht mal. Also es müsste genau so an die Wand mit den runden Ecken da oben und so. Dann wäre ich richtig happy, aber geht halt leider nicht. Okay, dann müssen wir es halt eine Nummer kleiner nehmen. Aber irgendwie gefällt mir das. Keine Ahnung warum, aber mir gefällt das. So. Obwohl, das gefällt mir aber auch. Und das hier auch so, ne? So. An die Wand und dann mit den runden Ecken hätte er auch was. Oh nee, ne? Sieht halt auch so ein bisschen urlaubmäßig aus, ne? Hier. Wenn man das hier, ey, das im Fenster reinmachen könnte, ne? Geil. Geht aber nicht. Geht aber nicht. Geht nicht. Nein. So, ihr lieben Sahneschnittchen, mein kleiner Willi, mein Real-Life-Willi, sitzt halt draußen und der weint die ganze Zeit und sagt, Mami, lass mich rein. Ich muss ihn jetzt mal reinlassen. Ihr könnt mir mal sagen, wie ihr die Küche so findet. Würde mich interessieren. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig, klar. Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, bye bye.